Agosto 1944. Ci siamo. Libereremo Parigi. La divisione corazzata francese e la fanteria americana arriveranno all'alba. Entreremo in azione stanotte. È passata una settimana da quel treno. Il plotone è nel cuore di Parigi e collabora con la resistenza. Rousseau e Crowley hanno un piano per sabotare l'occupazione. Vogliono colpirla al cuore. Usando i documenti recuperati dal treno, io e Rousseau ci spacceremo per ufficiali nazisti per infiltrarci nella guardia. Da questa parte, signori. A capo della guarnigione c'è l'SS-1 di Polizeiführer Heinrich. Per arrivare a me, ha ucciso i miei genitori, poi mio marito e infine mio figlio. Stanotte, tutto quello che abbiamo perso, per cui abbiamo lottato, avrà un senso. Ci riprendiamo la nostra città. La guarnigione. Là il nostro contatto ci fornirà gli esplosivi. Faremo saltare i cancelli, sarà il segnale per entrare in azione. Contiamo su di voi. Bene, ragazzi, via, si comincia. I crocchi ce la faranno sudare. Se siamo sopravvissuti a Pearson, siamo pronti a tutto. Ho combattuto con lui a Kasselin. Ha coraggio da vendere. Non manca molto, mes amis. Ma prima, entriamo nella tana del lupo. Ci vediamo lì. Posto di blocco. Stronzi nazisti. Andiamo, andiamo. Presto quest'incubo sarà finito. Se ti fermano, la tua copertura deve essere a prova di bomba. Ripassiamola un po'. Tu sei Gerda Schneider, un addetto militare. Herr Spiegel dell'intelligence straniera ti ha ordinato l'evacuazione di Heinrich a Berlino. Prenditi del tempo, studia il dossier. Non possiamo sbagliare. Piazzare il nostro agente ci è costato moltissimo. Devi trovarlo. Scambia le vostre valigette. Sperando che abbia gli esplosivi che ci servono per i portoni. Ti preoccupi troppo, maggiore. È il mio lavoro. Vediamoci davanti alla guarnigione, a operazione conclusa. Chi ti manda? Herr Spiegel. Bene. Comunque vada, appena fai lo scambio, devi restare in possesso della valigetta a ogni costo. A questo punto, voglio andare fino in fondo a tutti i costi. Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Nächste Patrouille los. In 30 Minuten.
Wir werden wohl mehr Patrouillen rausschicken müssen. Und warum das? Der französische Widerstand. Immer preiswert. Ricorda, il nome del tuo contatto è Fischer. Indossa un'uniforme grigia da ufficiale. La frase in codice? Verlaine. A presto. Kennst du sie? Ich musste nach oben hetzen und meine Tasche holen. Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Noch nicht, aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut. Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Bis dahin müssen wir Deutschen aufeinander achten. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Für wen arbeitet sie? Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Vielen Dank. Gern geschehen. Für wen arbeitet sie? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Habe ich einen Brief von meinem Mann bekommen? Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Wo ist der stationiert? Mein letzter Brief stand aber in Russland. Wie läuft der Brief denn? Für wen arbeitet sie? Haben Sie sich an der Rezeption angemeldet? Ja, doch. Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Ich bringe Sie gerne zu Herrn Weber. Sie muss ja neu sein.
Sie sollten umgehen, bis Sie berichten. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Aber ich kenne Gestapo-Verhöre. Warum? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Facciamo presto. Sei pronto a fare lo scambio? No, sei in anticipo. E ora io ho un briefing. Metterò gli esplosivi in una valigetta uguale alla tua. Faremo lo scambio nella sala di guerra. Fammi strada. No, mi tengono d'occhio. Con la tua copertura entra nell'ufficio di Heinrich al terzo piano. Da lì puoi arrivare all'ala nord ed evitare i posti di blocco. Meglio non farsi vedere insieme. Ora va, ci ritroviamo alla sala di guerra. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie in meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war im Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir. Norsisch. Vielen Dank. Danken ist er noch nicht. Fräulein Schneider. Oder... Se non le dispiace, preferirei conversare in italiano. Questo perché, come saprà, la pratica rende perfetti. Bitte. Nehmen Sie das Platz. Si accomodi. Così, Herr Gruber.
Ha mandato lei per organizzare il mio viaggio. Quale onore! Herr Commander Spiegel. Sehr gut, molto bene. Meglio essere prudenti di questi tempi. La vedo così tesa. Beviamo qualcosa. Al mio ritorno in Vaterland. I francesi sono una brutta razza. Ma devo ammetterlo, mi mancherà la loro cucina. Pensi all'ortolano, quel delicato uccello canterino. Gli vengono cavati gli occhi per farlo farcire. Infine viene annegato nel cognac. Ingegnoso. Non so che cosa mi mancherà di più. Se gustare la sua carne o guardare mentre lo ammazzano. Però c'è una cosa di cui sono sicuro. La più grande soddisfazione è stato guardare tuo figlio agonizzare sotto il mio stivale. Russo! Questo è per i miei compagni! Questo è per mio figlio! Questo è per me! Vive la Résistance! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Wurde umgebracht. Sind wir bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Non mi deludi mai. Siamo compromessi. Adesso sono tutti in allerta. Hanno preso il contatto. Dimmi che hai fatto lo scambio. Sì,
Olio esplosivi. La missione continua. Piazza le cariche e poi incontriamoci nel cortile. Devo fare piano. Grazie. Se hai bisogno, mi trovi qui. Rousseau, ci resta poco tempo! Dobbiamo andare al portone! Metti la carica, ti difendo io! Ancora uno. Ben fatto! Ora mettiamo l'ultima carica al portone. Loud enough!
Piazza jetzt la tua squadra, Daniels. Qualcosa non va. Attacchiamo subito. Non sparare prima che esplodano i cancelli. Stai pronto. Tira una granata! Attaccateli! Andiamo, soldati. Alla guarnigione hanno bisogno di noi. Sbrighiamoci! I Crook si batteranno fino all'ultimo! Avanzare! Muoversi! Restate al riparo! Respingiamoli! Andiamo, forza! Avanzare! Fuoco a volontà! Avanziamo verso il ponte! Ci siamo quasi! Cecchini nella guarnigione! Secondo piano! Non riesco a muovermi! State bassi! Qualcuno mi aiuti! Munizioni da darti, soldato! Blocchiamoli! Signor-
signore, mi dia dei colpi! Occhio, Daniels! Butta una granata! Servono dei fumogeni! Bersagli al secondo piano! Avanti! Dai, dai! Lancio un fumogeno! Granata fumogena lanciata! Fumogeno! Dobbiamo raggiungere Crowley e allestire delle posizioni difensive. Non sarà facile strappare la guarnigione ai tedeschi. Dobbiamo raggiungere Crowley e allestire delle posizioni difensive. Non sarà facile. Non è ancora finita. Presto i tedeschi passeranno al contrattacco. Prepariamo le difese. Seguitemi. Jerry è ancora dentro. Dobbiamo eliminarlo. Entdeckung, los, los! Ecco, tieni. Rousseau, lancia un fumogeno! Libera l'atrio e setaccia il palazzo!
Arrivano i rinforzi nemici. Bene, forza. Daniel, Ziusman, al secondo piano. Noi faremo piazza pulita dei nemici qui sotto. A terra! Ottimo lavoro, Daniels. Stanza libera. Prepariamo delle difese. I tedeschi sono vicini. Da qui li vedremo arrivare. Se si avvicinano, usiamo le Molotov. Si combatte in tutta la città, ce l'abbiamo quasi fatta. Avanzano con la copertura dei fumogeni. Ecco che arrivano. Daniels mira all'autista. Gli altri aspettino che siano a tiro. Mitragliatrici, fuoco! Proteggiamo quel ponte! Lanciafiamme là davanti! Sbarazzati di quel lanciafiamme! Cecchini nel palazzo oltre la Senna! Avvicinano troppo! Nemici davanti, usa le Molotov! Lancio una granata! Provo con una granata! Uso una granata! Semicingolati sul ponte più lontano! Distruggi l'arma di quel semicingolato! Tira una granata! Lancio una granata! Butto una granata! Stanno avanzando, usa le bombe Molotov! Una granata! Provo con una granata! Panzer Schreck! Granata!
Andiamocene da qui! Forza, Daniel! Semicingolato nemico! Daniel, usa quel Panzer Shrek per distruggere il semicingolato! Tempo, tempo! Alle manzoni! Si ritirano! Zurück! Ce l'abbiamo fatta, nemici respinti! Fatta, Daniels! Ora torniamo dagli altri! Rory e Pearson sono laggiù! Lavoro favoloso, signori! Favoloso! Ci siamo riusciti! Le forze di De Gaulle entrano in città! Ora champagne e caviale non ce li leva nessuno! Ehi, Daniels, credi ancora che ci sia qualche ragazza in cerca di un bel soldato? Scusami, era solo per confortarti. Adesso me lo dice. La città delle luci. Finalmente, qualcosa da festeggiare, Crowley? Non si torna indietro. La Francia si è ripresa Parigi. Ma non è ancora finita. La guerra continua. Pearson, lasciamoli festeggiare. Questo lo lascio a Turner. Occupare la guarnigione e aiutare a liberare Parigi è un'impresa che non dimenticherò. Diamine, credo di aver visto Pearson sorridere. Dobbiamo tenere viva questa sensazione fino al Reno.